Jetzt ist ja noch genügend Nikotin da. Aber jetzt stell dir mal vor, wir hätten jetzt wieder keinen Tabak. Was dann wieder da los wäre? Bitte? Jetzt stell dir mal vor, wir hätten hier drüben keinen Tabak mehr. Ich würde wahrscheinlich, keine Ahnung, ich gehe flüchten. Echt? Ich weiß, aber wohin? Die 7 Wochen nicht hoch. Also ich möchte dann nicht mit ihr in einem Bereich sein, ganz ehrlich. Ich möchte dann gar nicht erst in ihre Nähe kommen. Und hier mit Aussprache und so ein Quatsch, das bringt überhaupt nichts mehr. Nee. Weil ich bin, meine Schotten sind jetzt echt dicht. Ich habe zwar zu ihr gesagt, ja, und habe mich zwar in dem Moment dann auch irgendwo erweichen lassen, aber nee, ist nicht. Also wie es mal war, wird es nicht werden. Oder wie ich dachte, dass es gewesen wäre. Mittlerweile stelle ich ja echt alles in Frage. Weil nachdem ich ja das gehört habe, ne, mit dem Hinterrücksreden und Schlechtmachen und so, typische Blondine und aufgeblasen, aufgepumpt, keine Ahnung. Nee. Wer weiß, was sie noch alles erzählt hat. Ich habe gefallen, die ich aber jetzt nicht so sagen will. Die musst du dir selber angucken oder von dich mal erzählen lassen. Er und Nadel waren da hinten, da musst du da mal fahren. Aber das muss ja auch nicht nur über dich singen, auch über Melli ging es ja auch. Nee, keine Ahnung. Guck mal. Naja, wir werden Montag sehen, was Montag rauskommt. Wie da die Launeperiode umschlägt. Alles. Naja. Schlägst Nominierung und so. Ab Montag ist wieder, wie Kevin immer so schön sagt, Polen offen. Da geht's ja dann wieder zur Sache, weil da muss sich ja dann keiner mehr verstellen. Ätzend, das macht mich voll fertig, ehrlich. Da kriege ich einen am Rappel bei sowas. Ja, nur Montag nach der Nominierung geht's los. Da brauche ich aber keiner verstellen. Nee, sag ich ja. Du weißt ja selber schon nicht mehr, wo rechts und wo links ist, ganz ehrlich. Was weißt du nicht? Wo rechts und wo links ist. Ja. Völlig geflasht. Ich habe am Dienstag auch gedacht, irgendwas piekst mich sonst wohin. Vor allen Dingen, wenn du denn irgendwelche schönen Momente hast, kannst du die auch nicht genießen, oder? Nee, nicht wirklich. Ja, und dann sagt sie ja immer, ja, mit Marcel, die will gar nichts von dem, die ist auch nicht eifersüchtig oder irgendwie so ein Quatsch. Aber sobald ich mal irgendwo mit ihm mal alleine reden will oder so, schwirrt sie drumrum. Ja, euer Dreierding ist ja sowieso total seltsam. Das muss ich mir noch eine Weile anschauen. Wir haben kein Dreierding. Das ist ein übelstes Dreierding. Ihr merkt es nur selber nicht oder ich ihr wollt es nicht wahrhaben. Mittendrin, ich Kevin? Ich will gar nicht drin sein. Weißt du, wie ich meine? Ich bin einfach. Nee, Kevin, der soll das drinstecken. Der kommt besser an als ich. Du sollst es drinstecken. Rein. Ich bin in eine Sache reingeraten, wo ich eigentlich gar nicht rein wollte. Ich bin eine neue Dreiergruppe, wa? Jetzt haben wir eine neue Tick-Tick und das. Ja, nein, aber vergiss es. Das schon lange nicht mehr. Aber in anderer Form. Das ist aber kein Dreierding, so in dem Sinne. Ah, ja. Ja, nicht in dem Sinne. Du weißt ja schon, wie ich es meine, oder? Ja, also cool, wie hast du das? So wie ich es dir erklärt habe, so meine ich es. Ja, was denn? Es sieht da bildlich gesehen eigentlich so aus. Ich distanziere mich, er kommt hinterher und sie hinter ihm. Weißt du, so halt. Ja, dann hocke ich ein bisschen so, aber warte, ich mach's noch anders, das Bild. Du bleibst weg oder du bleibst stehen, ja. Er kommt zu dir, ja. Du gehst dann aber auch zu ihm, dann kommt aber Rebecca, dann hau ich ab. Dann gehst du weg, dann kommt er aber zu dir und Rebecca wird, so. Aber Zwiebel läufst du doch auch nachher, oder nicht? Mach mal dein Bart weg. Läuft Marcel nicht mit Zwiebel nachher? Habt ihr da nicht jetzt ein Auto gesprochen? Dass das denn ein bisschen stresst, alles Zwiebel? Ja. Ja? Ja, ja. Ja, also der Zwiebel fühlt sich gestresst, weil er ist ja erst so der Chiller. Ja, weil dann wird ihm das wahrscheinlich, was er sich ja selber irgendwo ja mit einfädelt, wird ihm das zu viel und sucht dann wieder Schutz bei Zwiebel, weißt du? So halt so. Aber Zwiebel ist eigentlich doch ein falscher Typ dafür. Ja, aber übelst. Als Pausenpol sozusagen, keine Ahnung, als Ruhepol. Ja, das fand ich so geil. Marcel war hier draußen, ich weiß nicht, wer hier dran hing, und kommt rein, um den Zwiebel zu holen, ne? Ja. Zwiebel, komm mal raus. Er sitzt nur da und guckt. Und normalerweise geht man ja dann wieder raus. Und er hat ja gesagt, er soll kommen. Aber nein, er hat noch er hat mindestens 5-mal noch gesagt, jetzt komm schon raus. Die haben gesagt, du sollst kommen, komm raus, komm. Ne? Ja. Hab ich gedacht. Und dann ist er gelaufen und kam wieder zurück, um zu schauen, kommst du jetzt endlich? So. Ja.
Das wäre echt witzig. Ja, ja, keine Ahnung. Dann heißt es am Ende, ich bin eifersüchtig und so. Oh, ich weiß gar nicht warum. Du würdest auch schon mal gerne mit Marcel schlafen, oder? Hä? Du würdest auch schon mal gerne mit Marcel schlafen, oder? Das hat sie ganz klar verstanden. Sie wusste nur die Antwort natürlich überlegen. Natürlich, schon mit reich, oder? Ja, arm und reich. Was hast du gesagt? Mit reich. Im reichen Bereich? Ja. Arm oder reich, Mensch? Ja. Na, reich ist doch ganz klar. Ja, klar. Nee, eigentlich arm. Wer will schon reich, hallo? Klamotto. Was für ein Ding? Klamotte? Klamotto. Echt? Nee, ich nicht. Was? Was denn? Piep. Ich finde es ja immer wieder lustig, wenn so Themen kommen. Wir kommen ja irgendwie auf das Thema immer so. Sex, ja, da kommen wir irgendwie immer Liebe drauf hier im und Haus. Beziehungen, hast du nicht gesehen und fummeln oder so, ja? Und alles dann immer so i ba bu pui, weißt du so, aber in Wirklichkeit wahrscheinlich alle so. Aber redest du denn ja, darüber? Wirklichkeit wollen wir jetzt ja gar nicht wissen, weil wir haben hier keine was dann alle so i ba bu pui. Keine Ahnung. Das finde ich auch immer wieder lustig. Du tropfst. Kommt jetzt doch schon. Du hast den Finger zu weit drin, dann hol mal ein Stück raus. Was noch mehr? Jetzt. Okay. Mann, ich brauche meine elektrische Zahnbürste. Vielleicht bin ich da mal ein bisschen entspannter. Was eine elektrische Zahnbürste? Ich fäll dich dabei ein, das gibt's überhaupt nicht. Nein, Scherz. Ey, dein Ding schallt voll ab, ich höre fast gar nichts. Ich muss jetzt hier hin. Nein, war ein Scherz. Ich habe gerade gesagt, ich brauche meine elektrische Zahnbürste. Vielleicht werde ich da ein bisschen entspannter. Oha! Ja, weil so ist, easy! Ja, weil so schläfst du immer mal ein. Das gibt's doch gar nicht. Später musst du. Deine elektrische Zahnbürste. Ich muss auch noch spät. Irgendwas mit zwei. 14 Uhr noch was. Eine Stunde. Mann. Hast du denn deine elektrische Zahnbürste dabei? Nee. Aber durfte ich ja nicht. Durfte man nicht? Nö. Echt? Wie geil. Die so ach so. Okay, ja. Ich glaube, du meinst, so. Glaub, du meinst jetzt wirklich die elektrische Zahnbürste. Mhm. Ja, okay. Du kriegst die mit dem Vibrator. Ich dachte, du meinst jetzt nee, mein Alex! Ich muss noch umwechseln. Soll ich Bescheid sagen? Ach so, ja, dann sag doch sag was. Mal Bescheid. Ah, nee, die Dinger sind nicht mehr hinter mir. Oh, Scheiße. 12 Minuten.